Ja, hallo, mein Name ist Luisa Tomadini und ich bin Hebamme in Deutschland. Ich freue mich, dass ich gebeten wurde, ein bisschen was zu erzählen über unsere Geburtshilfe in Deutschland und ganz speziell über die Geburtshilfe hier bei uns in unserer Klinik. Ich arbeite am Vinzenz Palotti Hospital in Beensberg. Das ist eine große Geburtsklinik bei Köln. Wir betreuen ca. 2200 Geburten im Jahr und sind ein Level 4 Haus. Wir arbeiten hier als Team im Dienstbelegsystem. Was heißt das? In Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter der Geburt oder geburtsbegleitend zu arbeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, angestellt in einer Klinik zu sein, was ihr wahrscheinlich auch bei euch so kennt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit des Dienstbelegsystems. Da ist man als Team in einer Partnerschaft selbstständig und arbeitet eben trotzdem in der Klinik, hat mit dem Haus einen Vertrag abgeschlossen über die Modalitäten der Geburten. Und dieser Vertrag ist bindend, sowohl für die Verwaltung als auch für die Hebamme. Wir rechnen selbstständig ab mit den Krankenversicherungen der Frauen und arbeiten in einer 1:2 Betreuung. Das heißt, die Hebamme betreut zwei Frauen unter der Geburt gleichzeitig. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Beleghebamme im 1:1 System. Das heißt, die Hebamme kann eine Hausgeburt machen oder in einem Geburtshaus entbinden oder die Frau zur Geburt in die Klinik begleiten und sie dann 1:1 betreuen. Das ist auch eine selbstständige Form der Hebammenarbeit, aber hier sind die Hebammen meistens Ein-Frau-Unternehmen. Und sie rechnen auch mit den Krankenversicherungen der Frauen ab. Und als letztes gibt es noch die Möglichkeit, in der Vor- und Nachsorge freiberuflich tätig zu sein. Das kann jede Hebamme machen und das nennen wir freiberufliche Nebentätigkeit. Ich habe 22 Jahre lang angestellt als Hebamme hier in Beensberg gearbeitet und seit 2020 sind wir als Team gemeinsam in ein Dienstbelegsystem gewechselt, weil wir die Geburtshilfe einfach gut weiterführen wollten. Auch hier in Deutschland gibt es einen Hebammenmangel und die Bedingungen, angestellt zu arbeiten, sind nicht so günstig. Man muss sehr viele Frauen gleichzeitig betreuen. Und unsere Betreuungsqualität hat einfach gelitten, so dass wir gesagt haben, wir müssen was verändern und sind in ein Dienstbelegsystem gewechselt und betreuen somit nur noch eine bzw. zwei Frauen unter der Geburt. Eine Hebamme betreut zwei Frauen unter der Geburt. Dadurch ist das Arbeiten ruhiger geworden und dadurch, dass wir mit den Krankenversicherungen der Frauen abrechnen, ist auch die Vergütung besser. Ja, wie gesagt, wir arbeiten als selbstständiges Unternehmen, haben die Partnerschaft Beensberger Hebammen, Donnerstamm und Partnerinnen gegründet 2020 und sind seitdem eben in diesem System. Die Hebammenausbildung in Deutschland war bisher eine schulische Ausbildung, die sehr praxislastig war. Das heißt, man hatte theoretische Schulblöcke und auch ganz viel Praxisblöcke, wo man eingesetzt ist, im Kreissaal und auf der Wochenbettstation, auf der gynäkologischen Station, im Kinderkrankenhaus. Seit diesem Jahr 2021 ist die Hebammenausbildung in ein Hochschulstudium überführt worden und wir können noch nicht so wirklich sagen, in welche Richtung das jetzt sich entwickeln wird. Also wir hoffen natürlich, dass die Kompetenzstreitigkeiten mit den Gynäkologen weniger werden, dass die Kompetenz der Hebamme natürlich auch anerkannter ist durch die Akademisierung. Und wir hoffen auch, dass die Vergütung der angestellten Hebammen im Haus, die in den Krankenhäusern, die ja wirklich nicht adäquat ist, sich dadurch auch verbessert. Die Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland dürfen sowohl von einer Hebamme als natürlich auch von den Gynäkologen durchgeführt werden. So wie eine Schwangerschaft pathologisch sich entwickelt, ist immer ein Gynäkologe hinzuzuziehen. Sollte aber die Schwangerschaft physiologisch verlaufen, ist es auch möglich, dass die Schwangerenvorsorge allein in Hand der Hebamme liegt. Die Hebamme macht alle Untersuchungen, die anstehen, genauso wie die Gynäkologen. Das Einzige, was Hebammen nicht durchführen, ist der Ultraschall. Und zu diesen Untersuchungen ist oft dann doch ein gynäkologischer Termin notwendig.
Die Bedingungen der Vorsorgeuntersuchung, also was dort untersucht wird, ist bei uns in den Mutterschaftsrichtlinien festgelegt und das ist bindend, sowohl für die Gynäkologen als auch für die Hebammen. Natürlich werden leider auch viele Untersuchungen durchgeführt, die nicht unbedingt notwendig sind, die Frauen auch nicht unbedingt sicherer machen. Das ist meistens so, wenn Frauen tatsächlich über die Gynäkologen alleine betreut werden. Häufig kommt es dazu, dass man die Vorsorge teilt, dass sie sowohl von Gynäkologen als auch von Hebammen durchgeführt wird. Das heißt, die Untersuchungen finden dann im Wechsel statt. Und zu den Ultraschallterminen sind auf jeden Fall ärztliche Untersuchungen dann vorgesehen. Sinn und Zweck der Vorsorge sollte es eigentlich sein, Risiken herauszufiltern, um halt einfach die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, wo der Geburtsort sein sollte, um ein optimales Outcome für das Neugeborene zu haben. Und im besten Falle sollte eine Vorsorge dazu führen, dass die Geburt und auch die Schwangerschaft, angefangen bei der Schwangerschaft über die Geburt, physiologischerweise dann in einer Klinik oder zu Hause oder im Geburtshaus stattfinden kann, wo die Frau sich einfach sicher fühlt. Das heißt, wichtig die Vorsorge, damit wir halt einfach auch das Risiko minimieren. Ich würde jetzt mal so einschätzen, es ist die Vorsorge ist in Deutschland keine Pflicht, aber sie wird doch sehr gut angenommen. Und ich würde jetzt mal sagen, 99,9% aller Schwangeren in Deutschland nehmen das Angebot der Schwangerenvorsorge in Anspruch, ob über den Arzt oder über die Hebamme. Das ist sehr unterschiedlich, aber häufig auch gemeinsam. Das läuft in der Praxis nicht unbedingt immer so ganz reibungslos. Es gibt da schon auch Kompetenzstreitigkeiten. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, mit welcher Arztpraxis man da zu tun hat, wie die Einstellung der Gynäkologen und Gynäkologinnen sind und ob einfach auch die Kompetenz auf Augenhöhe anerkannt wird, was natürlich für die Frau im besten Falle auch die beste Vorsorge ist. So wie die Hebammen verschiedene Möglichkeiten haben, geburtshilflich zu arbeiten, haben die Frauen natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, ihre Geburtsorte selbst zu wählen. Da gibt es keine Einschränkungen, beziehungsweise wenig Einschränkungen. Es gibt die Vorgabe, dass man bis zur 35 plus 6. Schwangerschaftswoche in einem Perinatalzentrum entbinden sollte. Das ist ja berufspolitisch so geregelt. Ab der 36 plus 0. Schwangerschaftswoche kann die Frau ihren Geburtsort selber auswählen und ab der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche dürfen auch Geburtshaus- und Hausgeburten durchgeführt werden. In welcher Klinik die Frau entbindet, ist also zum großen Teil ihre Entscheidung. Die einzigen Einschränkungen gibt es, wenn Schwangerschaftsverläufe vielleicht doch sich in Pathologien entwickeln, also pathologische CTGs oder SGA oder Beckenendlagen, Gemini und so weiter. Das sind natürlich Vorgaben, wo man sagen muss, da ist eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt auch nicht möglich. Aber ansonsten, wenn alles physiologisch verläuft, darf die Frau selbst entscheiden, ob sie die Sicherheit eines Perinatalzentrums braucht oder bis zur Spannweite, dass sie sagt, ich mache das zu Hause alleine mit meiner Hebamme. Da ist sie völlig frei. Ja, jetzt habt ihr ganz viel erfahren über die Bedingungen der Geburtshilfe in Deutschland und ich würde euch jetzt einfach gerne ein bisschen was von unserem Haus erzählen, was vielleicht hier bei uns in Bensberg doch besonders ist. Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind eine große Geburtsklinik mit ca. 2200 Geburten, sind ein Level 4 Haus, das heißt, wir haben keine angeschlossene Kinderklinik und auch keine 24-stündige Kinderarztanwesenheit. Wir sind in Deutschland schon auch ja, ein kleines Einod, was die selbstbestimmte Geburtshilfe betrifft. Das heißt, unsere Maxime ist die frauenzentrierte, selbstbestimmte Geburtshilfe. Die ist uns ganz wichtig. Wir stellen die Frau in den Mittelpunkt und versuchen, sie dahin zu stärken, ja, sich an ihre Urkräfte und in ihrem Vertrauen, dass sie gebären kann, sie zu begleiten.
wir versuchen, die physiologische Geburt so wenig wie möglich zu stören durch unnötige Interventionen oder Routinen. So gibt es bei uns jetzt nicht solche Routinen, dass die Frau kommt und einen Zugang gelegt bekommt. Die Frau muss nicht liegen bei der Geburt, sie kann die Position völlig frei wählen. Und so ist das einfach auch, dass wir in allen aufrechten Positionen gebären und begleiten. Die wenigsten Frauen entbinden bei uns im Bett, im Liegen, auf der Rückenlage gar nicht und wenn überhaupt in Seitenlage. Aber ganz viele Geburten finden halt eben aufrecht statt, im Stehen, im Knien, im Hocken. Die Frau wählt das selbst und wenn man sie lässt, nimmt sie intuitiv die Position ein, die ihr gut tut. Wir machen natürlich Vorschläge und sind ganz nah dran, aber letztlich gibt sie vor, was sie möchte. Wassergeburten und spontane Beckenendlagengeburten, spontane Gemini-Geburten sind bei uns gelebter Alltag. Also wir bieten diese Möglichkeiten an. Natürlich entbindet nicht jede Frau mit Beckenendlage spontan. Na, manchmal muss man die Geburt auch abbrechen oder auch bei Gemini. Manchmal ist eine Sektion notwendig. Aber das ist nicht von vornherein gesagt, dass eine Frau mit einer Beckenendlage oder Gemini oder in einem diätetischen Gestationsdiabetes, dass die direkt am Termin aufgenommen werden und sektioniert werden, wenn sie bis dahin keine Wehen bekommen haben. Wir sind da sehr kulant, nehmen die Frauen erst 12 Tage über Termin auf und geben ihnen nochmal 2 Tage die Möglichkeit, hier bei uns im klinischen Umfeld alternativ Wehen anzuregen, bevor wir überhaupt eine Geburt einleiten würden. Bei Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes passiert das 7 Tage über Termin. In der Regel ist es so, dass das ein Geben und Nehmen auch mit unserem ärztlichen Team ist. Wir arbeiten da sehr auf Augenhöhe und jede Frau hat ihre eigene Geschichte. Und natürlich haben wir gewisse Standards, in denen wir uns bewegen, aber da sind wir, wie gesagt, auch doch recht locker. Und sind aber immer im Gespräch mit der Frau und die Hebamme, der Arzt, die Ärztin und die Frau, um einfach zu gucken, was ist ihr Weg, was können wir für sie jetzt folgerichtig als nächsten Schritt ihr anbieten. Zusammenfassend kann man sagen, uns ist die Privatsphäre der Frau sehr wichtig. Wir wahren sie sehr. Natürlich haben wir auch mit Pathologien zu tun und sind dafür auch ausgerüstet. Wir machen auch Kaiserschnitte, wir machen auch VEs, aber immer im engen Austausch mit der Frau. Also wir versuchen so transparent wie möglich zu sein unter der Geburt, damit die Frau immer genauso viel weiß wie wir und nie mal wirklich so völlig überrascht ist und nicht weiß, warum jetzt irgendetwas durchgeführt wird und warum sich vielleicht eine Situation verändert hat. Unsere Kaiserschnittrate liegt ungefähr bei 24% und das ist jetzt hier in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen gut 10% unter dem Durchschnitt. In der Regel ist in Nordrhein-Westfalen die Kaiserschnittrate circa zwischen 33% und 34%. Das interdisziplinäre Arbeiten mit unseren Ärzten ist einfach wirklich ein ganz, ganz kostbares Gut und wir sind uns dessen sehr bewusst. Und freuen uns, dass wir immer wieder in wirklich auch manchmal Auseinandersetzungen und nicht immer einfach doch diese Art der Geburtshilfe haben wahren können. In Deutschland ist es zudem auch so, dass es eine Hinzuziehungspflicht gibt. Das ist ein Gesetz, das besagt, dass eine Hebamme alleine Geburten durchführen kann, physiologische Geburten, und ein Arzt aber immer eine Hebamme hinzuziehen muss. Und das ist natürlich ein guter Boden dafür, dass man sagt, man kann als Hebamme auf Augenhöhe natürlich auch im ärztlichen und klinischen Setting arbeiten. Wir sind hier in Bensberg seit 25 Jahren als babyfreundlich zertifiziert. Das heißt, wir fördern sehr den Eltern-Kind-Kontakt und das Stillen, sodass wir, wenn die Frauen geboren haben, uns auch Zeit lassen. Also auch hier versuchen wir, die Abläufe nicht durch unnötige Routinen zu stören, damit ein gutes Bonding und eine gute Stillbeziehung entstehen kann. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet, ganz viel Theorie. Ich würde euch jetzt gleich mal
einen Kreißsaal zeigen, wie der so aussieht, und würde ihn auch mal so richten, wie er bei uns unter der Geburt aussieht, und euch ein bisschen als Szenario einer Geburt näher bringen wollen. Ja, jetzt seht ihr hier nochmal der Kreißsaal in abgedunkelter Form. Das heißt, wenn bei uns die Kinder zur Welt kommen, sind die Vorhänge zugezogen, es ist gedämpftes Licht, der Kreißsaal ist sehr warm. Die Kinder kommen aus der Dunkelheit und aus 37 Grad und werden bei uns in der Regel hier auf der Matte, meistens auf der Matte, in ein warmes Handtuch geboren. Die erste Kontaktaufnahme gehört dann der Frau. Also das heißt, wir rubbeln keine Kinder ab oder nabeln direkt ab und geben es der Frau hoch. Dieser kostbare, einzigartige Moment der Kindsaufnahme gehört dem Paar, vorbehaltlich der Mutter. Das heißt, die Nabelschnur wird auspulsieren lassen und der Papa darf dann die Nabelschnur durchtrennen, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist. Manche Frau braucht mal einen Moment, um ihr Kind aufzunehmen. Manche Frau ist ganz schnell. Das ist sehr unterschiedlich. Das Seil hier von der Decke, das haben wir in jedem Kreißsaal. Wir haben 5 Kreißsäle, die sehen alle gleich aus. Wir richten immer eine Matte auf dem Boden, ein Gebärhocker und auch das breite Bett, in dem man alle Positionen einnehmen kann. Nach der Geburt kommt die Plazenta zur Welt, im Bett, auf der Matte. Das entscheidet die Frau selbst. Und wir begleiten sie dann mit ihrem Kind immer im Hautkontakt irgendwann dann aufs Bett, wo sie sich gemütlich mit ihrem Partner zusammen ihr Kind halt einfach aufnehmen und kennenlernen kann. Wir haben große Entbindungsbetten, breite Betten, da kann man zu zweit liegen. Wir haben kein schmales, hohes Bett, wo wir vielleicht auf die Frau herabsehen, weil wir es auf Augenhöhe, also hochfahren. Wir sind immer auf Augenhöhe der Frau, das heißt, die Geburt findet oft auf dem Boden statt. Wir hocken, wir knien und liegen der Frau zu Füßen, kann man sagen. Sollte eine Geburt dann mit einer Sauglocke oder einer Intervention beendet werden müssen, passiert das auch hier im Kreißsaal. Das Bett kann man umfunktionieren. Nur wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, müssen wir den Kreißsaal verlassen. Aber auch da ist der Partner dabei. Und die Mama kann ihr Kind direkt im OP auf die Brust bekommen und da bleibt es die ganze Zeit, bis wir nach dem Kaiserschnitt wieder zurückkommen in diesen Kreißsaal und auch hier das Bonding ganz, ganz intensiv zelebriert wird. Ja, jetzt seht ihr hier eines unserer Bäder. Wir haben 2 Bäder mit 2 großen Gebärbadewannen, wo die Frauen gerne auch entbinden dürfen. Man kann die Wanne als Entspannungsbad nutzen, aber auch in der Badewanne dürfen die Kinder zur Welt kommen. Auch hier seht ihr, dass ein Tuch von der Decke hängt, sodass man auch in dieser Wanne alle Positionen einnehmen kann. Es ist nicht gesagt, dass eine Frau dann eben auch nur im Liegen entbinden kann, weil sie jetzt vielleicht in der Wanne entbinden möchte. Auch hier sind alle Positionen möglich. Wir schreiben ein CTG, ein Unterwassergerät haben wir, eine Telemetrie, sodass wir die kindlichen Herztöne auch gut im Wasser ableiten können.
Hier seht ihr jetzt den Flur unserer Wochenstation und ich versuche euch auch gleich noch ein Geburts- bzw. Wochenbettzimmer zu zeigen. Ja, hier seht ihr jetzt ein Mutter-Kind-Zimmer, das ist ein Zweibettzimmer. Wir haben auch Dreibettzimmer, wo dann die Frauen alleine mit ihren Kindern bleiben, ohne Partner und wo sie dann halt eben auch natürlich über unsere Schwestern auf der Wochenstation betreut werden. Wir haben 24 Stunden Roaming in, wir haben kein klassisches Kinderzimmer, das heißt, jede Frau hat ihr Kind bei sich. So, ihr seht jetzt hier eines unserer Familienzimmer. Das heißt, in diesem Zimmer können die Paare zusammenbleiben. Das heißt, dass der Vater hier mit übernachtet. Es wird ein Beistellbettchen dann an das Bett gestellt, wo die Kinder natürlich auch drin liegen. Und das Familienzimmer ist dafür gedacht, die Familie zusammenzubehalten. Also es ist nicht als Einzelzimmerersatz, sondern wirklich nur, wenn die Begleitperson bleibt, über Nacht bleibt, kann das Familienzimmer in Anspruch genommen werden. Das gehört zu unserer Wochenbettstation dazu und die Schwestern der Wochenbettstation betreuen die Paare hier halt eben auch mit.